Hallo liebe Hungrige, der Oktober ist nun mal die Hochzeit für die Kartoffelernte und so soll es ein weiteres, von Rewe unterstütztes Rezeptvideo zum Thema Kartoffelsalat mal anders geben. Wir brauchen dafür rote Zwiebeln, Prinzessbohnen und natürlich Kartoffeln. Unter der Eigenmarke Rewe Regional werden eine ganze Reihe von Produkten angeboten. Das heißt, sie sind besonders frisch, die Wirtschaft der Region wird gefördert, es gibt kurze Lieferwege, also eine ganze Reihe von guten Gründen. Auf der Website wird jede Woche eines dieser Produkte vorgestellt und diese Woche sind es die Kartoffeln. Natürlich sind meine hier auch aus regionalem Anbau, diese hier aus Nordrhein-Westfalen. Doch zurück zu den Zutaten. Eine leichte Mayonnaise oder Salatsoße, Barbecue-Soße und wie man die auch ganz einfach selbst zubereiten kann, dafür gibt es ein Video von mir, auf das ich am Ende und in der Infobox verlinke. Wir brauchen ein Schlückchen Milch, etwas Essig, ich nehme Sherry-Essig, aber auch Balsamico geht zum Beispiel. Wir brauchen Schinken oder Schinkenspeckwürfel, Chipotle-Soße, die gibt es zum Beispiel von Tabasco. Doch wenn ihr sie nicht bekommt, dann nehmt ersatzweise ganz normales Tabasco. Wir brauchen einen Schluck Bier, es darf auch alkoholfrei sein, und an Gewürzen Pfeffer und Salz, Paprika, entweder edelsüß oder rosenscharf, ganz eure Wahl. Dann ein den Barbecue-Geschmack unterstützendes Gewürz, ich nehme Rauchsalz, aber auch ein Barbecue-Gewürz oder Steakpfeffer sind denkbar. Außerdem Kümmel, und zwar ganz, wer das nicht mag, nimmt gemahlenen und, optional, zwei eingelegte Chilischoten oder Jalapenos. Zuerst werden die Kartoffeln gekocht, und zwar in Salzwasser. Sie sollen allerdings nicht zu weich werden. Bei mir, weil sie auch relativ groß sind, waren es so knapp 20 Minuten. Dann in ein Sieb abgießen, anschließend kurz mit kaltem Wasser abschrecken und dann abtropfen lassen. In der Zwischenzeit kümmern wir uns um die Salatsoße, geben zur Mayonnaise die Barbecue-Soße, außerdem den Essig, einige Spritzer von der Chipotle-Soße, ein Schlückchen Milch und würzen dann noch kräftig mit Pfeffer und ebenso mit Salz. Dann alles gründlich miteinander verrühren. Na klasse, jetzt habe ich auch noch gekleckert. Nichtsdestotrotz, das Verrühren macht sich am besten mit dem Schneebesen. Und falls ihr dann am Ende feststellen solltet, dass die Soße doch noch ein bisschen sehr zähflüssig ist, ergänzt einfach noch mit dem zusätzlichen Schlückchen Milch, denn die Soße soll ja von der Konsistenz her so sein, dass die Kartoffelscheiben davon auch noch ein bisschen aufsaugen können. Inzwischen sollten die Kartoffeln so weit abgekühlt sein, dass wir sie auch problemlos anfassen können und wir schälen sie jetzt also, eine nach der anderen, bis dann also alle völlig entblößt sind. Nur noch ein paar Vorbereitungsarbeiten, die Zwiebel schälen und anschließend in schmale Streifen schneiden und die Chilischoten werden klein gehackt. Jetzt geben wir die Schinkenspeckwürfel in eine beschichtete Pfanne, braten sie darin an, und zwar ohne Öl, die haben selbst schon genug Fett, anbraten bei reichlich mittlerer Temperatur, immer mal rühren dabei und, um ein besonders feines Aroma hinzubekommen, gebt zum Ende hin ein Schlückchen von dem Bier mit hinein, kurz nochmal erhitzen, durchrühren und dann die Pfanne vom Herd nehmen und die Schinkenwürfel abkühlen lassen. Jetzt die Prinzessbohnen, alternativ könnt ihr übrigens auch tiefgefrorene verwenden, in mundgerechte Stücke schneiden. Haben wir dann alle entsprechend zurechtgestutzt, geben wir sie in kochendes Salzwasser, lassen sie, damit sie auch noch schön al dente sind, nur für 3, maximal 5 Minuten darin. Gießen sie dann, wie die Kartoffeln, in ein Sieb ab, kurz mit kaltem Wasser abschrecken. Dadurch behalten sie nämlich auch die kräftige grüne Farbe und dann abtropfen lassen. Die Kartoffeln sollten inzwischen abgekühlt sein und wir schneiden sie nun mit einem möglichst scharfen Messer in Scheiben, nicht zu dünn, und entweder ihr macht das auf einem Brett oder schneidet sie gleich in eine große Schüssel hinein. Sind dann alle Kartoffeln entsprechend zerkleinert, geben wir die Soße darüber und heben diese unter. Dabei ein bisschen vorsichtig sein, die Kartoffeln sollen ja nicht zermatschen. Und darüber verteilen wir jetzt die Schinkenwürfel, geben nun die Bohnen darauf, auch die klein gehackten Chilischoten. Wir bestreuen alles mit dem Kümmel und würzen dann kräftig, erst mit Paprika und dann mit dem Rauchsalz bzw. Barbecue-Gewürz. Anschließend obendrauf die Zwiebelstreifen verteilen und dann den Salat zum besseren Durchziehen erstmal so für 1-2 Stunden kühl stellen. Danach muss ja alles noch vermischt werden. Da meine Schüssel ein bisschen sehr voll geworden ist, muss ich sie also umfüllen in eine größere. Das mache ich und vermische dann alles gründlich. So, und fertig ist dieser raffinierte Kartoffelsalat. Der passt natürlich ausgezeichnet zu gebratenem oder gegrilltem Fleisch, kann aber auch problemlos zu Weihnachten zusammen mit einer Bockwurst serviert werden. Passt also Sommer wie Winter, schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit.
Falls ihr allerdings doch lieber einen anderen Kartoffelsalat essen möchtet oder nochmal schauen wollt, wie Barbecue-Soße ganz einfach selbst zubereitet werden kann, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Über euer Abo freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.